Was ist denn mit dir passiert? Du siehst müde aus. Bist du krank? Geht's dir gut? Bist du unglücklich? Im Gegenteil. Ich bin endlich mal wieder glücklich. Heute ist nämlich der erste Tag von meinem... Social Media Detox? Yep. Alle Apps deinstalliert. Aber warum? Weil ich völlig den Bezug zu mir selbst verloren habe. Ich habe viel zu viel auf Apps wie Dingstagram rumgehangen und mich mit anderen verglichen. Perfekte Gesichter, perfekte Wohnung, perfekte Beziehung. Kein Wunder, dass man dann irgendwann denkt, irgendwas stimmt nicht mit einem. Aber nicht mit mir. Deswegen lerne ich jetzt wieder, mich so zu lieben, wie ich bin. Das klingt großartig, Lizzie. Ja, aber kann das nicht bis morgen warten? Nein. Komm schon bitte, Lizzie. Ich brauche deine und Tommys Reichweite für den Wettbewerb. Was für ein Wettbewerb? Der Wettbewerb, von dem ich euch erzählt habe. Leute, morgen brauche ich dringend eure Hilfe. Ich nehme an einem YouTube-Shorts-Wettbewerb teil und der Short mit den meisten Likes gewinnt. Ich kann mich doch darauf verlassen, dass ihr mit euren Accounts fleißig Werbung für mich macht und alle meine Videos mit eurer Community teilt, oder? Oh, oder vielleicht auch nicht, aber ihr helft mir doch trotzdem, oder? Nö. Komm schon, Leute, bitte. Der Wettbewerb ist wichtig für mich. Wenn ich den gewinne, dann geht meine YouTube-Karriere durch die Decke. Ja, und der Detox ist wichtig für mich. Also manchmal muss man auch einen Reality-Check machen. Fühlst du dich nicht manchmal schlecht, weil du dich mit anderen auf Instagram vergleichst? Nein. Wieso denn auch mit dem Body? Yep, da bin ich raus. Tommy? Ich bin drin. Im Social-Media-Detox. Kann ich doch mitmachen, Lizzie? Klar, jeder kann mitmachen. Schritt 1, alle Apps deinstallieren. Muss es denn gleich so drastisch sein? Kann ich nicht vielleicht erstmal ein Zeitlimit für Social Media einstellen? Keine halben Sachen, Tommy. Aber was ist, wenn meine Community mir super nette Sachen schreibt? Dann möchte ich die doch auch lesen und beantworten. Ja, was soll man sonst auf Klo machen? Ach, kann man alles Ausflüchte hin. Ja, so. Beschlagnahmt und du passt drauf auf. Wieso ich? Ich möchte nicht rückfällig werden. Was? Hast du nicht was Wichtiges zu tun? Doch, habe ich. Wer braucht schon die beiden? Den Wettbewerb gewinne ich auch ganz alleine. Jetzt brauche ich nur noch eine geniale Idee. Was haltet ihr davon? Ach, ihr seht ja alle süß aus. Guck mal, ich bin auch verkleidet, ne? Ich bin Teufel, bin ich. Weil ich so teufelisch gut aussehen tue. Finde ich nicht witzig, oder was? Nicht auf den Rasen vorne treten, ne? Nicht auf den Rasen, junger Herr! Nee, wir kaufen nichts, ne? Was wollt ihr? Mad Eagle? Bockwurst? Hollandaise-Soße? Ich hol euch mal was. Schweinefleisch. Vom Vortag. Lasst euch das schmecken, ne? Nicht auf dem Rasen, genau auf dem Weg bleiben. Macht ihr jetzt noch irgendwie was? Oder, weiß nicht, Gedicht oder so? Zu meiner Zeit, da haben wir ganze Lieder gesungen, ne? Wir haben immer Süßes, sonst gibt es Saures, haben wir immer gemacht. Ja? Eure Säcke, die sind ja alle noch leer. Ihr müsst mal, mach mal voll hier. Mach mal, nimm mal 3. Boah, bei dir ist ja gar nicht. Mach du mal 4. Du kriegst keinen. Du hast genug. Und weh, ihr kommt hier irgendwie auf die Idee, mir hier irgendwas an eine Türklinke ranzuschmieren, ne? Und Abfahrt jetzt! Abfahrt davor, nicht auf den Rad! Dein Kostüm sieht aber auch scheiße aus, oder was? Bisschen mehr Mühe beim nächsten Mal, ne? Happy Halloween! Sie kommen wegen der Kleinanzeige, richtig? Ja. Hol ich kurz, ne? Oh, nice. Schon 14 Likes. Schau, was die anderen so haben. 7,3 Millionen? Für den Clip? So tankt man doch kein Auto. Und warum ist der Typ halb nackt und warum zoomt die Kamera gerade voll auf sein? Schritt Nummer 2 vom Social Media Detox. Niemand sieht in Wahrheit aus wie ein Dingstagram-Model. Deswegen Make-up vom Gesicht und rein in die gemütlichen Klamotten. Aber ich trage heute gar kein Make-up. Und was ist das da? Mein Nasenloch? Nee, ein bisschen weiter runter, bitte. Deine Lippen glänzen so. Das ist doch Lippenbalsam. Das geht auch. Ja, aber ohne werden meine Lippen ganz trocken und pornös. Runter damit und die Klamotten auch. Oh, nee, das fühle ich ja gar nicht. Ey, Mann, wo ist mein Pulli? Ist der denn wenigstens frisch? Weiß ich nicht, der lag vor Janiks Zimmer. Viel gemütlicher, oder? Ich weiß nicht, das ist überhaupt nicht mein Style. Genau darum geht's ja, sich mal nicht zu stylen. Aber was ist, wenn man sich fein gemacht wohlfühlt? Oh Gott, ich muss irgendwas putzen, um mit der Veränderung klarzukommen. Nein. Bleib hier. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich einfach nur zu Hause bleiben wollte. Und dann habe ich auf Social Media nur Leute gesehen, die gerade Sport machen oder Bananenbrot oder eine Weltreise. Dabei ist es völlig in Ordnung, einfach mal den Druck rauszunehmen. Und deswegen ist Schritt 3... Nichts machen? Yep. Also gar nichts. Nicht spazieren gehen, nicht ins Theater, nicht ins Kino, nicht putzen? Nope. Ja, aber atmen und auf Toilette gehen darf ich schon noch, oder? Das ist optional.
Wie gefällt's dir bis jetzt? Hast du nicht auch das Gefühl, innerlich aufzublühen wie eine prachtvolle Blume? Also bei dem Geruch von Yannicks Pullover muss ich an vieles denken, aber garantiert nicht an eine Blume. Wie viele tolle Nachrichten ich von meiner Community wohl schon bekommen habe, die ich jetzt alle nicht lesen kann. Oh, jetzt überschätzt man deine Reichweite nicht, Tommy. Wie viele sollen es schon sein? Hi, ich bin Yannick und das ist mein Beitrag zum Halt so lange die Luft an, bis du lila anläufst, Trend. Mein Gott, ich liebe deine Videos. Dank dir wusste ich genau, was ich sagen soll, als meine Freundin sich geoutet hat. Genug damit. Seid es nicht auch leid, dass auf Social Media alles immer so oft so fake ist und es immer nur auf Likes ankommt? Lasst mal ein Like da, wenn ihr es auch so seht. Wenn du gerne reden möchtest, dann sprich doch einfach mit mir. Kann ich nicht, dafür sind meine Lippen zu trocken. Warte, ich hol dir was. Wasser. Was ist viel zu gesund? Beim Social Media Detox geht es darum, einfach mal loszulassen. Dein Essen und Trinken muss nicht Dingstagrammable sein. Also kann man auch beherzt mal zu Softdrinks und Fastfood greifen. Na, wie läuft's? Tommys Detox ist abgeschlossen. Auf dem Sofa sitzen, Milchshake trinken, das sieht für mich jetzt nach einem ganz normalen Donnerstag aus. Ist das mein Hoodie? Ja, und den kannst du wieder haben. Das ist überhaupt nicht meins. Yannicks Pulli riecht nach Po, meine Lippen zerbröseln und ich möchte meine Nachrichten lesen. Okay, initiiere Programm zur Rückfallprävention. Ich gehe ganz kurz das Elektrohalsband holen. Nee, warte mal, Lizzie. Ich meine, guck dir das Kerlchen doch mal an. Deine Methoden tun ihm nicht gut. Und außerdem habe ich vielleicht den ein oder anderen Kommentar von Tommys Community gelesen. Und es scheint so, als ob er Social Media nicht dafür nutzt, um anderen zu zeigen, wie toll er ist, sondern sie davon zu überzeugen, wie toll sie sind. Er nutzt das Ganze irgendwie positiv. Nicht so wie du. Oh, Yannick. Ihr seid im Übrigen auch eine ganz tolle Community. Schaut mal auf dem ersten Link in der Videobeschreibung vorbei, da haben wir ein kleines Geschenk für euch. Jetzt lass dich doch nicht so eindeuten, er sagt es doch bloß, damit du ihm beim Wettbewerb hilfst. Es funktioniert. Nee, sagt er nicht. Um ehrlich zu sein, ist mir mittlerweile egal, ob ich da gewinne oder nicht. Diese ganze Like-Oberflächlichkeit, die brauche ich nicht. Deswegen habe ich alle Videos gelöscht, bis auf eins, in dem ich meine Meinung darüber sage. Oh ja, das ist ja richtig cool. Wenn es denn stimmt. Wisst ihr was? Ich unterbreche meinen Detox an dieser Stelle, um deine Message zu supporten. Na gut, dann mache ich jetzt auch mal kurz eine Ausnahme. Scheint so, als hätte Social Media doch mehrere Seiten und es kommt weniger darauf an, ob man es nutzt, sondern wie man es nutzt. Und wenn Yannick seinen Content veröffentlicht, um seinem Publikum zu helfen, dann unterstütze ich das doch gerne. Mist. Wie war nochmal mein Passwort? 3, 2, 1. Warte, ich hab's auf die Siegertreppe geschafft. Auf die 1243. Stufe. Das ist aber eine sehr lange Treppe. Es tut mir leid, dass es nicht für mehr gereicht hat. Hä, das ist doch super. Ich meine, wir wissen ja nicht mal, wie viele Leute da mitgemacht haben. Das können ja Millionen von Menschen. Nee, 1243. Naja. Tut mir leid, dass ich nicht für dich abgestimmt habe, weil ich mich nicht einloggen konnte. Alles gut. Ich meine, die Kommentare unter dem Video, die waren überragend. Wollt ihr es nochmal sehen? Klar, gern. Leute, seid es nicht auch irgendwie leid, dass auf Social Media alles oft immer so fake ist und es immer nur um Likes geht? Ich meine, wir bearbeiten unsere Bilder und benutzen Filter, nur um von anderen Leuten die Anerkennung zu bekommen. Dabei ist es doch viel cooler, so zu sein, wie man wirklich ist. Und dafür möchte ich doch gemacht werden. Und ich will anderen Leuten ein gutes Gefühl geben, weil sie merken, ey, der Typ ist auch nicht perfekt. So wie ich. Videos können ja gerne lustig und überdreht sein, aber sie sollen doch wenigstens auch authentisch sein. So wie das hier zum Beispiel, von der Kleinanzeigen-WG. Super schräge Vögel, aber mitten aus dem Leben. Also wenn ihr Lust habt, dann schaut doch gerne mal rein. Bis dann, ciao.